Also diese die Angriffe auf Journalisten sind leider kein Einzelfall. Da hat es auch eine geworfene Bierdose gegeben auf einen Reporter und auch mehrere verbale Entgleisungen, sowie leider auch gegen unsere Reporterin. Insgesamt ist die Lage aber sehr friedlich geblieben. Es gab 3 Anzeigen nach dem Verbotsgesetz. Ansonsten leichtere, kleinere Störaktionen während des Marsches, aber keine größeren Vorkommnisse. Verbotsgesetz, das heißt, geht das jetzt in Richtung Rechtsextremismus oder wie kann ich mir das vorstellen? Das geht ganz klar in die Richtung Rechtsextremismus. Das waren in den 3 konkreten Fällen waren das Demo-Teilnehmer, die Judensterne getragen haben. In dem Versuch, irgendwie einen Zusammenhang herzustellen zu ungeimpft. Also Vergleiche, die eigentlich nicht zu ziehen sind. Ja. Und dementsprechend wurden die dann nach dem NS-Wiederbetätigungsgesetz angezeigt. Bei Demonstrationen im Vorfeld, die sich auch gegen die Corona-Maßnahmen gerichtet haben, gab es immer wieder sehr viel Kritik, dass gerade auch rechtsradikale Organisationen sich hier zusammenschließen und in großen Gruppen diese Demonstrationen auch für ihre eigenen Anliegen hier verwenden. Gab es sowas gestern auch? Kamen busseweise, weiß ich nicht, Personen mit Gottfried Küssl mit? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Also was man ganz klar sagen kann, ist, dass die rechtsextreme Szene aus Österreich gestern natürlich wieder vertreten war und auch versucht hat zu mobilisieren. Allen voran, wie Sie schon gesagt haben, Gottfried Küssl, ein sehr bekannter Neonazi in Österreich, der eben beim ORF bei einer kleineren Demonstration schon am Vormittag gestern vor Ort war, mit ungefähr einer Entourage von ca. 30 Leuten und dann eben auch wieder am Resselpark. Wie viele Personen haben insgesamt gestern denn teilgenommen? Da gehen die Meinungen tatsächlich auseinander. Organisator Martin Rutter spricht von 4.000 bis 5.000. Laut Polizeischätzungen und Schätzungen von Journalisten vor Ort sollte sich das aber ungefähr bei 2.000 Teilnehmern eingependelt haben. 2.000 Teilnehmer, so ist, glaube ich, auch die Angabe der Polizei. Es gab ja auch schon viel größere Demonstrationen in Wien. Ich kann mich an eine Demonstration erinnern, wo ich selber auf der Straße vor Ort war. 10.000 Teilnehmer hat es damals angeblich gegeben. Und da ging es schon auch sehr wild zu, sage ich einmal. Da gab es mehrere Festnahmen, also weit mehr als diese 3 Festnahmen. Wie groß war denn das Polizeiaufgebot? Das Polizeiaufgebot war dementsprechend groß, weil man im Vorfeld nicht wusste, was einen erwartet. Also die Schätzungen von der LPD Wien gingen von den 400 angezeigten Teilnehmern bis hin zu eben den größeren Erwartungshaltungen von letzten Demonstrationen in ca. 6.000 bis 8.000 Teilnehmer in die Richtung. Und dementsprechend waren über 1.000 Exekutivbeamte im Einsatz, zusätzlich noch vom Verfassungsschutz Beamte in Zivil. Und dann hat man voll aufgefahren. Also Wie ist denn Ihre Einschätzung? Weil jetzt sind es nicht mehr ganz so viele Teilnehmer gewesen. Glauben Sie, werden diese Demonstrationen bald komplett abflachen? Ich glaube, die Lage derzeit gestaltet sich schwierig. Also jetzt auch mit dem neuen Stufenplan der Regierung wird das auch in dieser Corona-Leugner-Szene nicht gut ankommen. Und da haben wir schon gesehen, eben der Zulauf in den letzten Monaten war eigentlich geringer. Aber jetzt hat man wieder eine deutliche Zunahme an Teilnehmern erlebt. Und im Hintergrund wird auch in der Szene massiv mobilisiert und rekrutiert für neue Aktionen. Also da könnte schon auch in nächster Zeit noch mehr auf uns zukommen.